Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal Kochtastisch. Ich bin der Alex und heute kochen wir eine leckere serbische Bohnensuppe. Ich war neulich einkaufen und relativ faul wollte sie eigentlich gar nicht machen. Und da habe ich von einem bestimmten Hersteller eine serbische Bohnensuppe in der Dose gesehen. Da habe ich gedacht, ja komm, könnte man eigentlich theoretisch mal eine mitnehmen, um einfach mal zu schauen, ob sie schmeckt. Dann guckte ich auf die Zutatenliste. Ich meine, dass das Gemüse und Fleisch und so weiter ja schon drin ist, ist ja völlig in Ordnung. Dass ich da allerdings Zucker drin finde, dass ich da drin irgendwelche Aromen finde, modifizierte Stärke und Guacamehl und Milchzucker, eventuell Soja, Senf und Ei könnte enthalten sein. Das ist ein völliger Bullshit, so etwas brauchen wir nicht. Und deswegen gehen wir jetzt in meine Küche und dann kochen wir uns einfach mal selber das Ganze frisch und hausgemacht. Und ich zeige euch, wie das die Serben wirklich machen. Also, bis gleich. Für die serbische Bohnensuppe brauchen wir weiße Bohnen, ein paar frische Möhrchen, eine Zwiebel, ein paar Kartoffeln, Mehl, Öl, gemahlene rote Paprika und zu guter Letzt natürlich ein serbisches bzw. auch kroatisches Gewürz. Das kennt ihr schon aus meiner letzten Sendung, Vegeta. Und da wir jetzt alle Zutaten zusammen haben, gehen wir kochen. Als erstes nehmen wir die Kartoffeln und schneiden diese in wilde Stücke. Das gleiche machen wir auch mit den Möhrchen. Ihr könnt am besten die Enden abschneiden, die entweder schälen oder auch nicht. Also ich schäle meine grundsätzlich nicht, weil da auch ziemlich viele Vitamine drin sind. Und dann schneiden wir sie einfach in schöne Kreise und ab in den Topf damit. Dann die Dose Bohnen öffnen und dann geben wir die Bohnen zu den restlichen Zutaten einfach dazu. Und füllen dann das Komplette nochmal mit Wasser auf. Dann machen wir den Herd an und geben nochmal 4 Teelöffel Vegeta einfach noch mit dazu zum Aufkochen. Das Ganze wird verrührt und in der Zwischenzeit können wir dann anfangen, den Bauchspeck in Wirbel zu schneiden und die Zwiebeln zu schälen. Wenn eure Bohnensuppe anfängt zu kochen, beziehungsweise so zu blubbern und schaumig zu werden wie hier, dann könnt ihr schon mal den Speck dazu tun. Reduziert eure Suppe auf mittlere Flamme und lasst sie ungefähr 20 Minuten köcheln. Wenn ihr frische Bohnen benutzen solltet, dann entsprechend etwas länger. Übrigens kann, wer auch Lust hat, auch ein bisschen Suppengemüse oder Suppengrün dazu machen. Das macht das Ganze natürlich noch weitaus schmackhafter. Man kann über die serbische Bohnensuppe sagen, was man möchte, aber das Einzige, was nicht reinkommt, ist Tomatenmark. Das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Ich verstehe auch nicht, warum die Dosenhersteller das hier in Deutschland so machen. Höchstwahrscheinlich irgendwie, weil sie Ressourcen sparen wollen. Aber wenn man etwas Frische reinkriegen möchte, dann kann man das machen, indem man höchstens mal eine Tomate reinschneidet. Ja, aber Tomatenmark auf gar keinen Fall. Jetzt lassen wir das Ganze richtig aufkochen und sorgen dafür, dass unsere Bohnen, dass die Möhrchen und die Kartoffeln gar sind. Und dann können wir weitermachen. Meine Suppe ist soweit fertig. Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste, nämlich die in Paprika gemachte Mehlspitze. Und die bereiten wir jetzt zu. Und deswegen tue ich jetzt erst einmal die Suppe auf eine andere Platte, denn ich brauche jetzt die große für meine Pfanne. Als erstes kommt jetzt natürlich unser Öl rein. Damit ruhig nicht geizen, denn wir müssen ja eine Mehlschwitze machen und dafür müssen wir definitiv ein bisschen mehr Öl reinmachen, auch alleine schon wegen der Paprika und die Zwiebeln werden natürlich auch gleich gemacht. Wenn das Öl heiß genug ist, kommen die Zwiebeln rein. Ich teste das immer mit ein paar Zwiebeln drin, weil ich nur mal Plastikkochlöffel habe oder Kunststoffkochlöffel habe und keinen Holzstiel. Normalerweise würde ich ja dann einfach nur den Stiel reinhalten und dann wüsste ich, dass wenn ein bisschen schlägt, dass es heiß genug ist. So haue ich einfach ein paar Zwiebeln rein. Ist gut. So, jetzt können wir die Zwiebeln reinschmeißen. Ruhig in der ganzen Pfanne verteilen und die lassen wir jetzt auch schön dünsten. Die dürfen auch ruhig einen kleinen Tacken bräunlicher werden, denn dann gibt es auch ein bisschen intensiveren Geschmack in dem Ganzen. Die nächsten beiden Schritte müssen jetzt ein bisschen zügiger gehen, also da können wir uns nicht allzu viel Zeit lassen, denn Mehl hat die Angewohnheit, im Öl ein bisschen schnell anfangen zu braun zu werden und dann ist es eklig. So, jetzt kommen erst einmal 2 gut gehäufte Löffel Mehl, direkt dazu 1 Teelöffel von der roten Paprika, das reicht vollkommen aus oder auch 1,5 ist auch gut und dann das Ganze schnell umrühren. Und die Flamme dabei möglichst reduziert halten, so auf 5 oder 6, je nachdem. Das Zeug soll uns ja immerhin ja nicht anbrennen. Wenn unsere Mehlschwitze in Paprika dann soweit glatt gerührt wurde, kommt das dann direkt in den Topf.
Sieht für den einen oder anderen etwas komisch aus und dann das Ganze umrühren. Probiert eure Suppe am besten ein bisschen. Wenn es euch noch nicht würzig oder salzig genug ist, dann haut ihr am besten noch ein bisschen von dem Vegetta rein. Achtet aber darauf, dass es nicht zu viel wird, weil dann schmeckt es nämlich nicht. Und wie schon im letzten Video gesagt, vorsichtig damit würzen. Das Zeug ist sehr, sehr intensiv und man kann sich echt leicht verschätzen, wenn man keine Übung damit hat. Ich arbeite ja schon sozusagen von klein auf mit dem Zeug, also von daher. Und noch einen Grund gibt es, warum ihr das vorsichtig machen sollt, nämlich wegen dem Speck. Der lässt ja natürlich auch Salz ab und ja, das würzt die Suppe halt eben nochmal. So, jetzt seht ihr, die Suppe wird langsam ein bisschen sämig. So, mir ist die Suppe würzig genug. Ich werde jetzt dann gleich was futtern. Ich wünsche euch auf jeden Fall wieder viel Spaß beim Nachkochen und wie das komplette Ergebnis aussieht, da seht ihr jetzt. So, meine Lieben, das war's wieder gewesen. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Däumchen nach oben da. Dann weiß ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Wenn nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen, was ich eventuell falsch gemacht habe, was ich besser machen könnte. Wäre immer super genial. Ansonsten findet ihr hier unten meine Socials. Da den Abo-Button, damit ihr keine weiteren Folgen mehr hier auf dem Kanal verpasst. Hier oben geht es weiter zu meinem letzten Video. Und hier unten in der Ecke irgendwo findet ihr meine anderen beiden Kanäle. Da könnt ihr auch mal gerne reinschauen, wenn ihr mögt. Würde mich freuen und ich sage dann bis zur übernächsten Woche. Denn nächste Woche kommt kein Video, da bin ich unterwegs. Und ich sage bis dahin, ciao, tschüss, bye, bye, euer Alex.